Wir sammeln unseren Geist. Atmen ein, atmen aus und lauschen der Natur. Okay, vielleicht lauschen wir doch nicht in der Natur und machen einfach ein dickes Workout, Digga! Bonjour, meine Freunde der leichten und seichten Unterhaltung. Wir sind heute mal wieder Top of the Pops unterwegs und spielen einen neuen, wunderschönen Simulator. Wir sehen schon, we can do it. Oder so, keine Ahnung. Wir spielen heute den Push-Up-Simulator 2015. Das ist augenscheinlich ein Simulator, der noch gar nicht auf dem Markt ist. Und ich habe da exklusiv meine Hände dran gekommen. So Glückslampe. Applaus, Gesichtsapplaus. Nee, das ist, wie gesagt, ein Push-Up-Simulator. Ich probiere da einen Zusammenschnitt drauf zu machen. Ich habe überhaupt wieder keine Ahnung, was auf mich zukommt. Und dann würde ich sagen, viel Spaß beim Zusammenschnitt. Wenn euch das gefällt, gerne einen Daumen nach oben da lassen. Sonst kriegt ihr von mir auf der Gamescom Gesichtsapplaus. Instructions. This simulator is the most realistic, serious and totally not boring simulator ever. Ich übersetze. Dieser Simulator ist der meist realistischste und total nicht langweiliger Simulator aller Zeit. It's so realistic that when you exercise in the game, you exercise in real life. Ich übersetze. Es ist so echt oder originalgetreu, man kann beides sagen, ja. Dass wenn du im Spiel, ne, den Workout machst, dass du auch in echt ein bisschen Workout machst, das ist gut für alle. You've been warned. Click the ground to do a push-up. Just like real life. Ich übersetze. Du seid gewarnt worden. Klick auf den Boden. Einen Push-Up zu machen. Genauso wie im echten Leben. Das war auf jeden Fall mega lustig. Ist nicht so eine riesige Beschreibung. Nee. Es ist eine bombastische Beschreibung. So, dann machen wir das doch ganz normal. Dann machen wir mal Klick, Push-Up. Hier sehen wir schon. Oh, nee. Und oh. Was ist das denn? Ja, ich kann es nicht mehr beschreiben. Hey, wie im echten Leben, ja. Ich klicke. Guck mal da oben, da ist sogar eine Zahl, wie viele ich schon gemacht habe. Nur mal so am Rande, ganz unorthodox gefragt. Warum bin ich vor einem Coffeeshop in Amerika? Also Leute, wenn ihr mich auf der Gamescom sucht, ne, ich mache immer vor dem Poshi. Zieh. Do that body workout, man. Ich bin original in diesem Spiel. Fuck. Ich bin original in diesem Spiel mehr eingeschränkt als im Whitebox-Simulator, den wir gestern gespielt haben, Alter. Ich kann doch nicht aufhören, Alter. Da gehen doch die ganzen Muskeln weg, Digga. Da kann ich gar nicht mehr so... Ne? Ganz. Wenn ihr mich auf der Gamescom seht jetzt, Alter, ich bin schon richtig am... Ah, Moment mal. Okay. Und jetzt kurz Cardio und Push-Up. Auf diesen wunderschönen Mall-Eingängen können wir wieder die Natur genießen und ihr lauschen. Wunderschöne Vögel, der Wald. Es ist einfach nur vollkommen wunderschön. Moment, ich habe das Wichtigste vergessen hier eigentlich. Boah, ich bin so am Workouten manchmal, Leute, ey. Das ist richtig krass, Alter. Wenn ihr meine Guns seht auf der Gamescom, ey, ich will gar nicht sagen jetzt hier, aber seht ihr das? Das ist richtig derbe, Junge. Okay, noch eine Runde. Oh, ich bin da rausgetappt. Ja. Boah, die Lichter blenden mich auch ein bisschen. Komm, wir machen 10. 10 Stück. Oh Gott, 10 Stück gemacht, Leute. Ich
ich bin echt richtig durch gerade. Was ihr auch nie vergessen dürft, ist immer wichtig beim Sport mittendrin. Jetzt noch einmal, komm, push! Mittendrin war kurz zu Ende, zu Ende, zu Ende, zu Ende. Und dann Hydrating, Hydrating. Hydrating. Jetzt ist meine ganze Hose voll. Das sieht so aus, als hätte ich mir in die Hose gepisst. Das war echt übel. Hydrating. Hydrating! Ich hab Wasser in die Nase bekommen. Neben dem ganzen Hydrieren ist natürlich noch richtige Ernährung wichtig. Das war fast souverän. Wichtige Ernährung. So wie Knäckebrot. Knäckebrot! Und Push-Up. Kraft! Kraft! Wann ist denn das eigentlich abgelaufen, Alter? Das schmeckt richtig scheiße hier. Jupp, das ist drüber. So, meine Freunde der leichten und seichten Unterhaltung. Ich mache hier noch ein paar Push-Ups. Und mir so einen kleinen Timeout und ein bisschen hydrieren noch. Oh, mir ist ein bisschen schlecht. Wenn euch das Video gefallen hat, könnt ihr gerne einen Daumen nach oben da lassen. Ihr werdet ja meine Guns dann bald auf der Gamescom sehen. Bin alle Tage auf der Gamescom da. Wie gesagt, wenn euch das gefallen hat, könnt ihr gerne ein Like da lassen. Boah, ich hab gerade riechen mit dem Wasser zu kämpfen, weil ich so gechuckt habe, weil das überall in die Nase ist und so. Und ansonsten, guckt die anderen Videos an, wenn ihr neu seid. Ich muss halt eben noch weiter trainieren. Ich kann jetzt halt nicht mehr machen. Ich muss jetzt erstmal den ganzen Abend noch wieder in Shape kommen. So, das ist wichtig für mich, für mein mentales, ne? State of Mind, so, ja. Also ist nicht so übertrieben jetzt, aber es ist so State of Mind, ja. Also lach nicht, ja. Wenn ihr mich seht, ne? Das ist Stahlkörper. Das ist ein Stahlkörper, ja. Also das ist nicht so viel, das ist gut, ne? Ja. Ja, ja. Das ist ein Stahlkörper. Der hat der Arnold schon gehabt, ja. Alter, so viel Wasser in der Nase, ey. Das ist zum Kotzen. Oh, Wasser, Baby. Okay, gut. Bis zum nächsten Mal. Tschüss, haut rein.